Hallo, ich stehe hier mit Carsten Müller, Berichterstatter für das EEG im Wirtschaftsausschuss. Das Thema ist ja sehr prominent im Moment. Insbesondere Windkraft spielt eine Rolle, aber auch Photovoltaik. Was sind die Ziele des neuen EEG? Wir wollen, dass das EEG künftig bürokratieärmer wird, dass die Leute weniger Probleme mit dem Ausfüllen von Formularen haben, das Steuerthema gelöst wird, es einfach bürgernäher wird und gleichzeitig wir den Ausbau von erneuerbaren Energien fördern, ohne dass wir eine dramatische Entwicklung beim Strompreis haben. Welche Veränderungen sind bei der Windkraft vorgesehen? Das ist eine recht komplizierte Sache. Da sind nämlich auch die Meinungen nicht ganz einheitlich. Es geht einerseits um die Frage, soll repowered werden, also soll an bisher alten Windkraftstandorten, sollen da neue Anlagen entstehen können? Wie ist das mit dem Abstandsgebot? Das sind Fragen, da haben wir im Moment noch keine Lösung. Und dann geht es auch um die Frage, wie steigert man die Akzeptanz für Onshore-Windkraft, wie es heißt? Wie bezieht man die Bürgerinnen und Bürger mit ein oder die betroffenen Kommunen? Okay. Und Photovoltaik ist das zweite große Thema. Da insbesondere Anlagen, die jetzt 2021 aus der Förderung rausfallen, dann soll es, so glaube ich, der Plan nur noch 2,6 Cent pro Kilowattstunde geben. Wie ist da die Idee? Wie geht es da weiter? Also meine Vorstellung ist, dass Anlagen, die jetzt 20 Jahre lang gefördert worden sind, jetzt auch aus der Förderung raus müssen. Aber es ist natürlich prima, wenn die Anlagen trotzdem erhalten bleiben. Und deswegen wollen wir idealerweise dafür auch einen bürokratiearmen Einstieg haben. Die Anlagen sollen künftig weiterhin laufen können, sollen also nicht mit irrsinnig teuren und aufwendigen Maßnahmen überzogen werden, damit die Anlagen, wenn sie noch funktionieren, einfach auf dem Dach bleiben können und sich dann diejenigen, denen die gehören, später überlegen, ob sie die Anlagen erneuern oder das erstmal ein bisschen weiter betreiben. Das Thema Photovoltaik ansonsten haben wir gerade schon gehört, aber bei der Eigennutzung gibt es ja eben auch Änderungsbedarf oder verschiedene Ideen, wie sieht es da aus? Da ist Bewegung drin. Wir wollen beim Thema Eigenstrom auf die von der EU zugebilligten Grenzen gehen. Es sind möglich, Anlagen mit bis zu 30 kW Eigenstrom in eine Eigenstromnutzung zu bringen. Das ist aus meiner Sicht sinnvoll, weil es eben auch eine gewisse Kostendämpfung beinhaltet und weil es für viele einen besonderen Ansporn bedeutet. Also die Idee, sich den Strom selber zu produzieren und nur noch ab und zu auf den Netzstrom zurückgreifen zu müssen, ist eine, die wirklich verfängt. Wir müssen natürlich im Auge behalten, dass auch der Aufwand, den wir mit einem zuverlässigen Netz haben, dass dieser Aufwand bezahlt werden muss. Versorgungssicherheit ist eben ein ganz wichtiges Anliegen. Dafür stehen wir in Deutschland, auch im Rahmen der Energiewende. Und das wollen wir in Einklang bringen. Also deswegen ist das Thema mehr Eigenstrom ermöglichen auch ein wichtiger Ansatz. Wann rechnest du mit der Verabschiedung des Gesetzes? Also wir müssen relativ sehr schnell sein. Es gibt einen Handlungsdruck bis zum 1.1. Die Verhandlungen laufen im Moment rund um die Uhr tatsächlich, auch jeden Tag. Wir haben durchaus mit dem Koalitionspartner ein bisschen Abstimmungsbedarf. Und es ist auch hier so, dass das Parlament andere Vorstellungen hat als die Regierung. Das müssen wir übereinbringen. Also deswegen im Moment fast rund um die Uhr. Und ich glaube, dass wir in wesentlichen Teilen dieses Datum halten werden. Und in Teilen müssen wir es auch. Also dann viel Energie und gute Nerven. Danke, Carsten Müller. Ja, sehr gerne, Marc.